World Heavyweight Championship. Dieser Titelgürtel ist der teuerste Besitz von German Stampede Wrestling. Die World Heavyweight Championship ist die wichtigste Auszeichnung, die im Professional Wrestling vergeben ist. Und sie steht für die Werte einer Promotion. Das hier ist die Seele von German Stampede Wrestling. Und wenn ich meine Hand auf diesen Gürtel lege, dann kann ich ihn spüren, den GSW Spirit. Ich spüre das Blut, ich spüre die Tränen, ich spüre absolut Andy. Ich spüre Michael Kovac, ich spüre Steve Corino, ich spüre die noble, die edle Energie des Rechtschaffenden, die diesen Gürtel zu dem gemacht hat, was er ist. Aber ich werde meine Hand so lange auf diesem Gürtel lassen, bis alles Goldene schwarz und alles Schwarze rot ist und dieser Titel nichts mehr vom GSW Spirit enthält, sondern komplett beseelt ist vom Spirit der neuen GSW. Denn dieser Mann hier neben mir ist der GSW World Heavyweight Champion. Dieser Mann hier ist Carsten Beck. Hallo, liebe GSW-Fans. Und damit auch hallo, Ingo Vollenberg. Ingo, erinnerst du dich an das Jahr 2006, als du mich in meinem zweiten Match in einen Ring gestellt hast mit Leuten wie Eki Eckstein, Michael Kovac, Erik Schwarz. In einem Match, in dem ich quasi hingerichtet wurde. In dem mir all mein Mut genommen wurde. Nachdem du verkündet hast, dass aus jemandem wie mir niemals was werden wird. Und Ingo. Ingo. Schau, was ich habe. Schau, was um meine Hüften geschnallt wird. Was auf meiner Schulter liegt. Und vor allen Dingen schau, was du niemals mehr in deinen Händen halten wirst. Und gewöhn dich dran. Gewöhn du dich dran. Gewöhnen sich die Leute im Office dran. Hallo. Und jeder einzelne Fan sollte sich besser dran gewöhnen, dass Carsten Beck die neue GSW repräsentiert. Und jetzt zu dir, Pascal Spalter. Ja? Ich sag dir was. Ich gelte als harter, wenn nicht härtester Arbeiter im europäischen Wrestling-Business. Niemand musste sich so viel, so hart erarbeiten wie ich. Ich habe ganz unten angefangen. Ich habe jede Station mitgenommen. Nur, um jetzt ganz oben zu sein. Und wer bist du? Gute Frage. Woher kommst du? Woher kennt man dich? Außer aus drittklassigen Serien im Abendprogramm. Richtig. Nirgendwoher. Und darum, Ingo Vollenberg, Pascal Spalter, danke ich euch. Ich danke euch dafür, dass ich zum ersten Mal im Laufe meiner Karriere nicht hart arbeiten kann. Dass ich zum ersten Mal seit 8 Jahren das Osterfest genießen kann. Dass ich zum ersten Mal seit 8 Jahren die Beine hochlegen kann. Und einfach die Zeit genießen kann. Denn das hier wird mir jemand wie du nicht nehmen.